Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Keep Supernova. Willkommen in meinem Geisterwald. Mein Name ist Flaffo und wir spielen heute wieder ein RPG-Game. Ich habe noch nie was davon gesehen oder gehört. Grimm's Hollow heißt das gute Stück und ja, wir gucken gleich rein. Die Links zu dem Spiel und zu dem Spielmaker sind wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und wünsche mir auch ein bisschen Spaß. So, und los geht's. Okay. Achtung, dieses Spiel contains some discussions of grief and losing and loved it. Ja. Okay, es wird nur mit der Tastatur gespielt, nicht mit der Maus. Z, Interact, Select, X, okay. Ja, machen wir normal. Und Fokus auf Turn-Based Fights. Easy. Wir machen easy, na? Ich bin ganz ehrlich, ich bin schon eine ganz schöne Memme, deswegen machen wir easy. Ja, dieser Modus ist für Leute, die mehr Fokus auf die Story legen und nicht so sehr kämpfen wollen. Wir gucken uns eher mal die Story an. Justice Mode, yeah. Los geht's. Wach auf. Willkommen, neuer Reaper. Wir sind so glücklich darüber, dass du zu uns gestoßen bist. Ich mache mich mal ein bisschen mehr rüber, damit man die Characters hier besser sehen kann. So. Es war schon so lange her, dass wir hier mal ein neues Gesicht gesehen haben. Lavender. Boah. Was seid ihr denn? Wir sind deine neuen Freunde. Ich werde die Polizei rufen. Moment. Ich habe gar kein Telefon. Warum benehmen sie sich so? Das sind alles Reaper. Das ist die Bezeichnung für diese Kapuzenwesen. Ah. Grimm hat uns, Grimm hasn't given her the low down to remember. Oh. Oh, gut, dass wir einen Ballon haben. Jeder mag doch Luftballons. Wo sind meine Ballons? Crap. Oh. Ah, das ist also Grimm. Everyone, shoo! Grimm, müssen wir wirklich gehen? Keine Partys hier, solange der Neuzugang nicht eingeführt wurde. Oder eine Einführung bekam. Und keine Partys ohne mich. Besonders nicht, wenn es um mit meinen Ballons. So, auf jetzt. Jeder, raus! Es gibt auch nachher Kuchen. Alter, lustig. Nee. Oh, es tut mir so leid, dass die dich erschreckt haben. Die sind ein bisschen, ja, ein bisschen überdreht. Was ist denn los? Was ist passiert? Ach so, ja, richtig. Das muss geil sein. Ich muss dir etwas erklären. Und zwar, du bist tot. Hä? Du bist tot. Nein, ich habe gehört, was
warum du hier bist? Nun, leider muss ich dir mitteilen, dein Geist ist nicht stark genug, to move on, also weiterzugehen oder dich zu entfernen oder dich zu bewegen. Okay, hier in Grimm's Hollow, Geister oder Gespenster können dir helfen, stärker zu werden. Geister? Gespenster? Leute, deren Geist oder deren Spirit zu stark ist. sind gefangen und sind nicht bereit zu gehen. Re-reap, also wir reap, ich glaube, was heißt ein reap auf Deutsch? Na egal. Das ist ein Thema fürs nächste Mal. Zuerst brauchst du mal ein bisschen Ruhe und Pause. Es gibt frische Roben, also Umhänge für dich. Im Schlafzimmer. Ja. Oder auf dem Schlafbett. Ach, das sind alles Betten, jetzt sehe ich es erst. Und der hiesige Bäcker hat etwas, ein bisschen was genug für dich. Oh, Donuts, Cookies, alles for free. Ach, lecker. Oh, das ist schön, ja, das ist schön. Also so makaber und traurig das Ganze auch irgendwie wirkt und aussieht, das Thema. Aber Donuts und Cookies, da kann man nicht Nein sagen. Aber leider haben wir keine Milch. Ich glaube, das ist Lavender auch egal. Warte. Weißt du, wo mein Bruder ist, Timmy? Moment, ein bisschen. Sorry, Kleine. Ich weiß nichts über einen Timmy. Aber wenn du einen Timmy triffst, dann sag's mir bitte. Und jetzt eine schöne Pause. Ruh dich gut aus. Ich kann nicht hier bleiben. Das muss irgendwie ein ganz seltsamer Kult sein. Vielleicht soll ich so einen Umhang einfach anziehen und die anderen täuschen und dann verschwinden oder abhauen. Ach so, jetzt können wir losgehen. Took fresh ropes, Reaper Mask. Also took 5 deliziöse Donuts und 8 spooky Cookies. So, und jetzt sind wir so angezogen. Aber wir können. Können wir durchs Bett gehen? Was ist, wenn ich jetzt hier so mache? Nee. Kann ich so einen Luftballon mitnehmen? Oh, die Tür ist abgeschlossen. Ach, natürlich. Psst, hey. Ich kann dir helfen. Ich habe Timmy in einer Höhle gesehen. Höhle? Ja. Das ist der Ort, wo die Reaper zum Reap hingehen. Oh Gott. Keine Angst. Er ist in Sicherheit, er war in Sicherheit, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Wo kann ich ihn finden? Wo ist der Weg? Wie komme ich da hin? Geh einfach zum linken Ausgang der Stadt raus. Dann in der ersten Höhle, die du siehst, da wirst du ihn finden. Aber du musst mir einen Gefallen tun und niemanden verraten, dass ich hier war, okay? Du weißt, diese Reaper sind ein bisschen irgendwie verrückt. Ich muss mal kurz, ich blamier mich jetzt hier ein bisschen. Ich weiß nicht, was Reaper auf Deutsch heißt. Ich muss mal geschwind. Ich glaube, es ist sowas ähnliches wie Sensenmann, oder? Reaper. Ja, Sensenmann. Sensenmann. Also du weißt, diese Sensen, die kleinen Sensenmännchen, die sind ein bisschen verrückt.
Ich habe für dich die Tür geöffnet. Viel Glück. Danke. Oh, das ist ein Bücherregal voll mit allen Büchern. Taken Plans, yes. Ah. Eine Enzyklopädie, Bücher über, was steht da? Sensenmänner, die uns verlassen haben. Ich glaube, ich habe nicht die Zeit, das alles zu lesen. Ist da dasselbe? Oh, das sind andere Bücher. Wörter. Ja, auch Wörterbücher und ein illustriertes Guide über das Thema Tod. Ja, wir haben keine Zeit, das zu lesen. Aus welcher Tür sind wir gekommen? Aus der? Ja. Und hier? Oh, das ist am Schlafraum. Hi. Was? Ich habe gerade versucht, aus dem Fenster rauszugucken. Ich habe nie so einen Blick gesehen, als ich noch gelebt habe. Keine Sonne, kein Mond. Keine Vorstellung von Zeit oder Nacht oder Tag. Oh, sorry, ich wollte dir jetzt keine Angst einjagen. Sorry, ich möchte jetzt nicht gerade reden. Ich hasse es, meinen Partner oder meinen Freund aufzuwecken. Er braucht ein bisschen Ruhe. Du kannst nichts erzählen, wenn jemand schläft. Warum schlafen die, wenn sich ein... Ach, da kann man sich durch die Wände laufen. Okay. Und da irgendwas machen. Komm mal links runter. Willkommen in Grimm's Hollow. Okay. Ah. Geht's da unten vielleicht weiter? Ah. Oh. Also ich muss ehrlich sagen, bis jetzt gefällt mir das Spiel sehr gut. Also diese Reaper, diese Sensenmännchen oder Sensenmännerwesen, die sind ja creepy, sollen ja creepy sein. Es ist ja nicht, ist ja nicht lustig, ne? Der Sensenmann und der Tod und so weiter. Aber die sehen auf irgendeine verrückte Weise ziemlich cute aus. Oh, ein einsamer Sensenmann. Oh, hallo. Mein Freund und ich, wir warten auf den Bäcker. Und wollen ein paar Gebäck essen. Wir haben ein bisschen Gebäck gegessen, da liegt der Stiel am Kuchen. Aber ich glaube, der stoves me up. So, jetzt bin bloß ich und mein Freund, der Ballon hier. Oh, nein! Der Ballon auch noch weggeflogen. Kann ich den Kuchen nehmen? Oh, das ist. Was ist mit dir? Ich versuche einen Donut zu essen. Geh weg. Gut, der mag uns nicht. Hey, Broski. Ich bin am Nachdenken. Wenn ich das alles aufesse. Wie soll ich dann den ganzen Zucker verarbeiten oder vertragen, wenn ich das richtig übersetze? Soll ich dann so richtig fett werden oder so richtig dick werden, Übergewicht bekommen? Wie denn? Du bist doch tot. Ja, da gibt's. Da hast du keine Sorgen, Mann, du bist ja tot. Und nun sei ruhig. Und ist auf. Ja, da hast du recht. Okay. Ist das hier der Bäcker? Oh. Hey.
Möchtest du Brot? Ah, okay, jetzt können wir mit ihm reden. Was einkaufen oder gehen? Oh, wir reden erstmal. Hast du Timmy gesehen? Bist du ein Reaper? Ja, wir fragen mal nach Timmy. Sorry, aber da gibt's keinen Reaper, wo Timmy heißt. Aber du kannst mir glauben, wenn ich das sage, denn ich kenne nämlich alle Kunden. Oder alle meine Kunden. Oder Gäste, besser gesagt, auch. Wer fragt mich das übrigens? Oder? Ah, Lavender schwitzt unter der Maske. Nein, hat nichts. Schatz, Farmer. Bist du auch ein Reaper, ein Sensenmann? Ja, technisch gesehen schon. Ja. Aber ich habe nicht genug Spirit-Energie, um to pass on, also um irgendwie zu gehen oder irgendwie was zu tun. Ich kann Geister nicht reapen. Ich bevorzuge es zu backen. Deswegen, bitte nenn mich Bäcker. Warum ist hier eine Bäckerei? Also Reapers benötigen kein Essen, um zu überleben. Aber weil wir tot sind, ist das irgendwie langweilig für uns. Und Reaping, das kann auch ziemlich einem schlauchen. Wenn es oder erschöpft machen, glaube ich, heißt es. Oder sehr eintönig sein, wenn es schwierig ist. Deshalb verkaufe ich am Brot Willpower. Das ist der Grund, warum die Reaper nicht schwächer werden. Vor der Feindout auf ein bisschen. Oder nicht müde werden, das zu machen. Die verbringen mehr Zeit, die Spirit-Energie von den Geistern zu sammeln. Alles, was ich dafür aber möchte, also alles, was bezahlen müssen oder möchte, ist ein bisschen eine kleine Portion Spirit-Energie. Bis ich genug habe, um selbst eines Tages zu gehen. Also wirklich zu gehen. Die sind zwar tot, aber irgendwie nicht gegangen. Also sind so halb, oder? Was ist denn ein Gespenst? Also Gespenst und Geister und Reaper, die sind zwar physisch tot, aber irgendwie geistig noch nicht im Jenseits, oder wie das gemeint ist. Da gibt es eine Vereinbarung mit Grimm, die ich gemacht habe, dass ich eine Bäckerei aufmachen darf. Und Grimms Job ist es, dass alle, die hier in seinen Hollow sind, irgendwann auch gehen wieder. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig übersetze, aber ich denke wirklich, also es macht nicht sehr viel Sinn, Grimm hier eine Bäckerei. Ich verstehe es nicht ganz. Übersetzt selber, bevor ich etwas Falsches sage. Wie gesagt, das Englisch des Red Pandas ist nicht besonders gut, aber die schönsten Spiele, die ich immer finde, sind alle auf Englisch. Alles, was ich zu tun habe, ist, ihm das zu liefern, nach seinem Geschmack. Ja. So, jetzt kommen wir da mal wieder zurück. Jetzt können wir es einkaufen. Gut, wir haben noch keine Geisterpunkte. Aber was ich komisch finde, ist, vorhin ist doch gesagt worden, es ist alles umsonst. Also Donuts und Cookies und so. Warum müssen wir jetzt da plötzlich bezahlen? Also wenn man es hier, ne? Also das, wir haben null Spirit-Energie, das ist das. Okay, müssen wir gehen. Wir haben noch keine. Also wahrscheinlich müssen wir hier irgendwie
Spirit Energy Summit. Was ist da? Ich glaube, das ist. Oh. Was ist das? Das sieht wie Grimms Haus aus. Ich sollte vermeiden, ihm zu begegnen. Ah. Also vorhin hat uns ja der kleine Geist gesagt, wir sollen links weitergehen. Wir gehen links weiter. Die erste Höhle, wo wir sehen. Aber das sind auch noch andere. Drin ist es dunkel. Ich werde meine Maske runternehmen. Timmy! Bist du hier? Wow, ein neues Gesicht. Du musst ein neuer sein. Kannst du mir helfen? Wenn du nach einem anderen Reaper guckst hier, dann brauchst du Skite. Hier, nimm eins. Skite. Ah, Skite ist das die Sense, denke ich mal. Oh, danke. By the way. Ah, jetzt können wir üben zu kämpfen. Should I teach you how to fight? Ja. Oh, was ist denn jetzt los? Da ist ein Geist. Anders als wir hat er sehr viele Spirit-Energie. Wir müssen ihn reapen, damit wir die Energie bekommen. Wait, what? Why? Ja, also, komm. Now pay attention. And start swimming to start your reaping. Wie können wir swimmen? Swimming. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah! Down Arrow. Okay. Ah, runter. Dings. Ah, haben wir jetzt ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Der Ghost ist weg. Wir haben 2 Spirit Energy Punkte. Was war dieser Blitz gerade? Das heißt, du hast Spirit Energy gesammelt. Schließe deine Augen und schaue.
Rad. Okay, siehst du die Zahlen bei den Buchstaben SE? Ah, okay, das da oben. Das bedeutet, so viel Spirit-Energie hast du. Du kannst deine Stärke, die Schnelligkeit, die Verteidigung und Special Power increase, also weiterentwickeln oder erhöhen. Oder du sollst es lernen, neue Spezialmoves zu lernen. Okay. Wenn der Reaper seine komplette Energie des Spirits aufgeladen hat, kann er letztendlich Move On, also sich weiter bewegen. Ah, okay. Ach übrigens, ich soll dich hier jetzt nicht aufhalten. Geh und finde Timmy. Ich bin sicher, er vermisst dich. Wenn du wieder Hilfe brauchst, ich bin hier. Und hab keine Angst zu sterben, wir sind ja schon alle tot. Hahaha. Oh. Das erinnert mich jetzt irgendwie an Pokémon. Das ist wie Pokémon. Das ist irgendwie wie. Also ist das so eine Art Pokémon im Jenseits oder was? Ich will gegen dich kämpfen, ja. Oh, ich sollte die Maske zurück aufsetzen. Was steht da irgendwas? Diese this cave is void of territorial hazards. Ah, okay. Okay. So, jetzt geht's da oben weiter. Oder wir haben hier auch jemand mit. Oi. Geht ab. Ah, das ist ein Wegweiser. Sorry, aber diese Höhle ist geschlossen. Ist gefüllt mit explodierten oder explodierenden Geistern. Großen Gaps, also großen Fallen und zerbrochenen oder kaputten Brücken. Bis Grimm da hier alles wieder repariert hat, kann man hier leider nicht durch. Okay, machen wir mal oben weiter. Das ist nicht die Höhle, wo der Geist vorgeschlagen hat, reinzugehen.
Ah, das sind die Wasserfallhöhlen. Bitte aufpassen, diese Höhle ist sehr glitschig. Und bitte Vorsicht vor den extra großen Pfützen. Diese Höhle ist offen für alle Reapers, Grimm. Also können wir nicht rein, wenn wir auch ein Creeper sind. Nicht Creeper, Reaper. Habe das Gefühl, wir müssen da unten weiter. Was ist, wenn wir Special machen? Ah, das geht noch nicht. Was ist das? Okay, wir haben Spooky Cookie, dann können wir unser Lebensding wieder auffüllen. Das ist so wie die Tränke bei Pokémon. Das ist wirklich wie Pokémon, ja. Hier kommen wir nicht. Ach, da geht's weiter. Oh. Hallo, ich würde gerne mal. Ah. Was steht auf dem Schild? Geisterhöhlen. In Geisterhöhlen gibt es manchmal auch Geisterwände. Das sind nur Wände, die nur so aussehen, die Illusion einer Wand geben, aber sind aber geheime Zugänge. Man kann sie verschwinden lassen durch das Drücken von Z. Versuche nicht verloren zu gehen. Hi. Ich höre was von Geisterwänden hier überall. But I've poked and prodded. Aber ich habe diese Wände gestupst und gedrückt und alles mit meiner Sense, aber nichts ist passiert. A mit Z. Es erinnert sich tatsächlich an Pokémon. Was heißt das? Ja, da hat eine Spezialattacke irgendwie eingesetzt. Ich frage mich, was passiert, wenn unsere Lebensenergie aufgebraucht ist. Wir sind ja gar nicht mehr am Leben eigentlich. Das heißt ja, man kann nicht sterben. Aber was passiert dann? Verschwinden wir dann einfach und fängt das Spiel wieder von vorne an? Sollen wir jetzt da hochgehen oder weiterkämpfen? Wir gehen erstmal da hoch. Oh, okay. Nehmen wir gehen nochmal zurück. Jetzt wird es langsam ein bisschen labyrinthartig. Es scheint wie ein Labyrinth zu sein. Oh, es sind zwei, jetzt fast gesagt, Pokémon.
Autsch. Ah. Das sind wir. Jetzt frage ich mich. Hat er hier vorhin schon mal gestanden? Ah, okay. Erinnere dich daran zu essen, wenn du in Gefahr bist. Das hört sich komisch an, aber es funktioniert. Aber wir hatten doch gar nichts mehr übrig. Wo kann ich sehen, wie viele Spirits ich insgesamt habe? Aber man kann den auch ausweichen. Okay. Wo kann ich sehen, dass ich wie viel? Vielleicht mit Escape. Ah, okay. 24 Spirit Energie. Ah, okay, es wird, die Spirit Energie wird trotzdem gespeichert. Komme ich da hoch? Nö. So. Ah, ah, es wäre gut mal zu speichern, ne? Settings, quit. Wow, 12 Energiepunkte haben wir gekriegt. So, es hieß ja, in Geisterwände wären irgendwo. Z. Was willst du mir? Na dann, komm mal her. Oh nein, das sind ja 3. Thank you.
Essen. Ein bisschen wieder weg vom Fenster. Gegeben. 12 Spirit-Punkte. Wow. Was hat er so gerumst? Okay. Ah, jetzt sind wir da drüben. Nee, Moment. Okay, das geht jetzt auch special. Uff, geschafft. Was ich war, das war jetzt so schwer und da gab es bloß 8 Punkte. Moment, ich kann hier nicht. Also ich konnte gegen den Geist kämpfen, aber ich konnte hier nicht. Ich kann hier nicht durch. Rüber wirft der Butt auf den Stick. Ach, das ist jemand! Ah, ich hab gedacht, das ist ein Stein. Oh, danke, dass du mich gefunden hast. Ich war hier unten von einem Geist gefangen worden. Und der ist jetzt verschwunden und auch der Ausgang. Ah. Oh, wir bekommen eine Belohnung. Ein Donut und ein Spooky Cookie. Dankeschön. Warum rumst es so, wenn man da... Also man kann hier... Es scheint nicht sonderlich durch. Kann man hier durch? Nö. Es kommt nicht oft vor, dass man einen sehr intelligenten Geist findet. Geister sind normalerweise sehr impulsiv. Es ist nutzlos, mit ihnen zu reden. Oder versuchen, mit ihnen zu reden. Diese armen Dinger können einem nicht helfen. Sie sind einfach nur hier, um Spirit Energy zu bekommen. Gut, da geht es nicht weiter. Gehen wir wieder hier. So.
7 Spirit Energy. Gut, ah, jetzt sind wir auf der Seite. Ah, okay. Hallo? Oh, ein verwirrter Reaper. Das ist komisch. Ich hätte schwören können, der Ausgang wäre hier irgendwo. Könnte ich hier irgendwo eines Tages finden. Okay. Ah! Ah, wenn das so aussieht, man drückt auf Z, dann findet man die geheimen Zugänge. Irgendwas da drin sieht ziemlich gefährlich aus. Reingehen oder nicht reingehen? Ach komm. Scheiß drauf, wir gehen rein. Timmy, bist du hier? Lavenda? Bist du das? Timmy? Lavenda? Nee, das wäre jetzt zu einfach, oder? Oh nein. Nicht du. Erinnerst du dich an mich? Es war nicht lange her. Ah, das ist dieser Geist, der uns rausgeholfen hat aus diesem Schlafzimmer oder was das war, aus diesem Partyzimmer. Ich hätte nicht gedacht, dass du das machst. Du hast jetzt schon ein paar Dutzend Geister wie mich um die Ecke gebracht, gereept. Danke für die Hilfe. Aber ich will eigentlich nur meinen Bruder abholen. Abholen? Das ist aber ein nices Wort für Reap. Hä? Nein. Also das ist zu sensen. Ich hätte dir niemals helfen sollen. Du bist doch genauso wie alle anderen Essenzenmänner auch. Ich will einfach nur meinen Bruder mit nach Hause nehmen. Also lass mich durch. Nee, du hast schon genug Unheil angerichtet. Du wirst ihn nicht reapen. Und wenn es das Letzte ist. Hä? You are not reaping him if... du wirst ihn nicht sensen, falls es nicht das Letzte ist, was... ja, egal, wir müssen kämpfen. Scheint jetzt so eine Art Bosskampf zu sein. Und wir sind hin.
Och nee, oder? Doch, die Spiritpunkte werden auf, also die Spiritpunkte werden auf jeden Fall gespeichert. Ach, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Mensch. Uff, jetzt weiß ich den Weg nicht mehr. Warum kommt man noch nicht hin? Es ist auf jeden Fall, scheint es gespeichert zu sein, weil der Typ da oben auch nicht mehr wie ein Felsblock rumliegt. Also, Bosskampf. Es sind halt nicht wie viele, Energiepunkte der Gegner hat. Wir sehen nur unsere eigenen. Also, das ist. Und jetzt sind wieder hier draußen. Nee, da geht's noch nicht weiter. Also einen Versuch noch. Flüchten. Ja, aber wir sammeln mal Geisterpunkte. Das kann ja nie verkehrt sein. Wir gehen mal einen anderen Weg. Wir gehen mal da oben lang. Was bedeutet das eigentlich? Vorbeikommen. Aber man sieht von außen nicht, ob die zu zweit sind oder zu dritt oder alleine.
das ist Attacke ab. Das ist Attacke abwehren. Abwehren, okay. Wir können bei dem keinen Schaden anrichten, ne? Weil da steht immer 0. Fliehen? Kann man fliehen? Ah, jetzt habe ich es geschafft. Ah, da habe ich zu früh gedrückt. Jetzt. Hallo! Uff, das war jetzt auch ein harter Kampf. Und nur 8 Spirit-Punkte. Ah, das sind also Spirit-Punkte, wo so rumliegen. Okay. Schade. Da bin ich gekommen. Ah. Ah, kann ich fliehen. Ah, ha. War sehr lustig. Das ist wirklich eine tolle Spielidee. Man sieht aber nicht die Schadenspunkte der Gegner. Also ich weiß jetzt nicht, bin ich besonders erfolgreich hier zum Beispiel bei Jerry. Oder nicht, oder wie viel fehlt noch, bis die Geister fade away sind, das ist so ein bisschen, ja, yeah. Und dann kann sich so ein Kampf sehr lange hinziehen, habe ich das Gefühl. Habe ich die Nase vollkommen. Na bitte, geh doch. Okay, wir sind wieder an dieser Stelle. Vielleicht schaffen es wir ja jetzt. Ja.
Ah. Ich hab doch gedrückt! Ich hasse solche Bosskämpfe. Wenn dann immer heißt so, ja, es wird ne, ich hab gedrückt und abgewehrt und trotzdem, wenn es dann immer heißt so, ja, schön einfach, damit Konzentration eher auf der Story ist. Und dann hat man trotzdem solche blöden Großkämpfer. Oh, das ist ein Faded Reaper. Steht da was drauf? Ah, das ist bloß der Wegweiser. Ja, da kommt man nicht durch, das wissen wir schon. Also ich glaube, wenn man nicht den... wenn man nicht einen Bosskampf bestanden hat, geht es nicht weiter. Und hier können wir auch nicht weiter. Ja. Ich guck mal, ob man nochmal in die Stadt zurück kann. Ah, tatsächlich. Oder? Hallo? Ah. Hat sich da irgendwas verändert? Nee. Nee, ich glaube, da ist noch alles. Ja, da ist noch alles. Ah, man kann wieder reingehen. Aber der sagt nur willkommen. Das ist interessant, man kann wieder reingehen. Das ist das Partyzimmer. Ja, liebe Leute, das war Teil 1 von Spooky Hooky. Ich bin ganz ehrlich, das Spiel, das gefällt mir irgendwie. Es ist ziemlich cute, also auf eine gruselige Art cute, auf eine cute Art gruselig. Ja, solche Reaper oder kleinen Sensenmännchen oder Männer oder Sensenfrauchen oder Sensenwesen, die können schon ziemlich... auf eine ganz verrückte Art, also nennt mich jetzt verrückt, ja, können die schon irgendwie knuffig sein und das Spiel soll ja auch so sein, es soll ja jetzt nicht übelst verstörenden Content sein. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel handelt. Ich werde auf jeden Fall weiterspielen. Ich denke, ich werde diesen Bosskampf erstmal bestehen müssen, damit es dann weitergeht. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt neugierig und dass euch nicht so schnell der Reaper Spooky Hooky holt. Ich denke, die Geschichte dahinter ist, dass unser Hauptprotagonist, also Lavenda, wahrscheinlich gestorben ist und das nicht wirklich wahrhaben will und hier im Jenseits jetzt noch den Bruder sucht, den Timmy oder was da auch immer los ist, denke ich mal. Ja, bitte nicht im Kommentar spoilern, wenn ihr das Spiel schon kennt. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt neugierig und tschüss.